Recht herzlich willkommen zur 120. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sollen uns hier mal die Dingens angucken, hatte der Dralo geschrieben, und dann entscheiden, was für eine Forschung wir vorantreiben. Also wir haben ja definitiv so eine Experimentus-Aufgabe zum Beispiel. Zwei Touristen möchte ich nicht. Flan, Fleck und unser Mund hatten wir gerade. Ja, Position. Satellite in a polar orbit of Minmus. Science data from space around Kerbin. Conduct observation. Survival of the Moon near Moon Rescue 5. Okay. Okay. Position satellite in a specified orbit of Duna. Rescue GB Kerbin from orbit of Kerbin. Okay. Rescue. Das ist hier um die Ecke sozusagen, ne? Hat man nicht gerade noch was mit Kerbin? Science Data from Space, also das. Und das könnte man zusammen machen, oder? Hier haben wir den Hitzeschild, den können wir beim Flug dann testen. Prepare for to safety to the destination and back. Position satellite in an equatorial orbit of Ike. Duna, wir haben also hier einmal Minmus und das war schon, ne? Was haben wir denn aktiv gerade? Nix, wir haben alles geschafft, das ist ja mal was, oder? Aber da waren jetzt keine abgebrochenen bei. Wir haben alles hingekriegt, oder? Haben wir irgendwann zeitlich verlaufen. Nicht geschafft, dann kommen wir hier lang her. Zack. Nein, wir haben alles geschafft. Wir haben auch keine aktiven. Das heißt, wir können jetzt aus dem Vollen schöpfen. Duna, Ike, nee. Diese vier Leute, das ist ganz schlimm. Mal überhaupt nicht gerne. Hier wäre schnell ein Hitzeschild zu testen. Okay. Da müssten wir die Höhe erreichen und dann das testen. Das wäre jetzt hier Rettungsaktion wieder. Duna. Das nochmal zum Mund, das auch. Und das war das. Ja, eine Aufgabe für Minmus, ne? Ne, zwei, da war ja auch noch einer. Aber das ist ein Satellit positionieren. Okay, da müssen wir auf dem Mond landen, Minmus landen, ne? Ne, we need to perform a spacewalk. Also im Orbit müssen wir einmal laufen. Okay. Das ist der Mund. Da müssen wir nach links einen Satelliten machen. Ich würde die Rettungsaktion machen. Und dann vielleicht das in Kombination mit den Daten, glaube ich, erstmal dann noch ein paar Dingenspunkte sammeln und dann kriegen wir vielleicht das auch zusammen, oder? Wer ist ein Rescue Gibby? Save Gibby Kerbin kommt. Okay. Also den nehmen wir an. Und Space Around Kerbin. Ich weiß nicht. Space Around Kerbin ist, glaube ich, höher wie das andere, ne? Aber das nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir eine Aufgabe und fertig. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier hinkriegen mit denen noch, ne?
So, dann da rein. Passt das? Ja. Was haben wir jetzt hier? Nochmal ein Booster. Das sind die Fuel Engine, aber das sind nicht die zu großen Triebwerke, ne, oder? Das ist ein großes, ne, oder? Fuel Engine steht jetzt auch nicht bei. Da sind die ganz kleinen, okay. Die großen sind woanders, oder wie sehe ich das? Wo ist denn das jetzt? Ha? Das haben wir auch nicht, ne? Das wollen wir auch noch nicht. Hier sind die Panels. Habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Das ist der große Tank. Nee. Quack. Irgendwo war das doch. Pudel Liquid Fuel Engine. 1 Meter. 1 Meter. Zentimeter ist das okay. Übersehe ich jetzt irgendwo was? Ah, hier ist der Hitzeschild. Also den müssen wir schon mal auf jeden Fall haben, ne? Da sind nochmal Landebeine bei. Launch Escape System. Parachute und Small Landing Gear. Wo ist jetzt der grüne Rahmen drum? Da. Specialized Control. Da ist die Dingens. 2,5. Ne, ist auch noch ein Meter. Okay. Meter. Ja, gute Frage, ne? Jetzt bin ich total verwirrt. Habe ich die schon? Nein, oder? Wo sind die anderen Triebwerke hier? Ich habe doch das 2,5 Meter Triebwerk irgendwo hier gehabt. Alles Meter. Okay. Ist auch alles Meter. Hier ist der Hitzeschild. Aber der, doch, der ist. Wieso steht da 1 Meter und das sind 2,5 Meter? Jetzt komme ich ganz ins Schleudern.
Sind das auch 2,5 Meter Triebwerk oder was? Ist noch ein Maßstab da drin oder was? Der Meter da. Okay, wir nehmen die großen Triebwerke. Dann haben wir hier nichts Besonderes. Tankmäßig war ja schon der große da, oder? Das müsste schon großer sein, oder? Wo ist der Hitzeschild jetzt? Da ist er, oder? Ja, den brauchen wir dann auch. Den nehmen wir auch mit. Und wo ist dann die große Kapsel? Das ist es nicht. Das auch nicht. Da sind die Kapseln. Dann ist es wohl die. Drei Leute gehen da rein. Und 160 haben wir noch. So, hier unten, das waren jetzt nochmal 160. Wir haben aber nur noch 90. Das ist ein Adapter. Das auch. Das ist das Docking-Teil. Tendenziell neige ich dazu, das zu nehmen. Das würde auch schon gehen, aber das sind ja Teile, die man mehr fürs Dingens brauchen, fürs Flugzeugtechnik. Das waren 160 und wir haben nur 90. Wir könnten auch ein bisschen was sparen. Das ist so ein kleines Triebwerk. Das war der Adapter. Wir nehmen die mit und ist gut. So, lange genug gedauert. So, jetzt haben wir noch 16 Dingens. Jetzt gehen wir raus und bauen schnell eine Rakete, die da oben was rettet. Das war jetzt diese hier, ne, für drei Leute. Und ist nur die Frage. Ja, komm. Weiter geht's. Das Nosecone. Wo ist denn jetzt der Parachute hin? Da. Aber der ist so klein, ne, oder? Der passt gar nicht dafür. Der ist der richtige, ne? Genau. Gut, haben wir. Hitzeschild. Das sind Antennen. Da ist der Hitzeschild. Dahin, passt. Die Kappler. Ist das ein Dekappler? Ne, ist ein Adapter. Ist kein Dekappler. Adapter? Wo war denn die Kappler da? Reaction Wheel. Da sind sie.
Der ist so klein. Ist das der? Ja. So. Dann brauchen wir einen Tank. Das sind alles kleine, ne? Ja. Der auch, ne? Ja. Der ist der größte? Nein. Der? Der ist ein größerer. Das war auch, nee, das ist schon ein großer. Gut, dann nehmen wir den. Und dann brauchen wir noch ein Triebwerk dafür. Das ist es nicht. Ist der? Skipper? Ich glaube schon, ne? Oder? Liquid Fuel Oxidizer. Das ist, ach, das ist nur ein kleiner, ne? Okay, dann passt das ja wahrscheinlich. Rudel. Boah, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden der richtige ist. Ich glaube, der ist es nicht, sondern der ist es. Für oben, oder? Ja. So, dann die Kappler. Wo war der jetzt wieder? Da. Ist das der? Ja. Dann Tank. Tank. Und ich glaube, wir brauchen zwei Tanks, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie stark diese Rakete am Ende ist. Aber ich will es mal so machen, checken. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher. Jetzt schwebt die. Ich weiß nicht, ob die hochkommt oder nicht. Wir werden das sehen. Wir müssen mal testen. Aerodynamik ist da. 3 Stück. Machen wir den an, dann ist das besser. Sieht so mickrig aus, ne? Aber wird schon passen. Ne, die sind größer, ne? So, jetzt sieht's besser aus. Rettungskapsel haben wir. Eigentlich bräuchten wir ohne, könnten wir ohne Rettungskapsel hochfliegen und das machen, ne? Okay. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie es funktioniert. Zack, passt. So, was müssen wir noch machen? Data collecten. Das heißt, wir brauchen auch ein paar Instrumente, ne? Was haben wir denn hier? Ah, Scheinwerfer. Machen wir Scheinwerfer. Launch Escape System. Ich weiß nicht, wofür das ist. Okay, da kann man Dingens mit weg losschicken. Das sieht ja krass aus, oder? Okay, brauchen wir nicht. Ja. Was ist das? Hitch. Storage Container, okay. Haben wir auch neu, oder? So, hier ist jetzt aber was. Ruhcontainer machen wir da dran, ne? Drei Stück. Wo ist denn die Klappen? Da oben. Okay, passt. Barometer. Aber jetzt brauchen wir nur eins, ne? Ah,
Und Thermometer. Auch da eins hin, fertig. Barometer, Thermometer, was haben wir hier noch? Ein Flight Unit. Experiment Storage Unit. Keine Ahnung, was da mitgemacht werden kann. Blackbox, ne? So ungefähr. Gut, okay. Das ist jetzt meine Rakete, die ich da hochschicken will. Ob die jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Wir haben zum Datensammeln Klamotten dabei. Wir haben das Barometer. Wir haben temperaturmäßig was. Das ist ein Junior Science, ne? Können wir den da drüber packen? Würde gehen, ne? Und da können wir noch Science machen. Open Doors. Ich glaube, den nehmen wir noch mit. Aber für die Folge, denke ich, soll es erstmal reichen. Wir haben jetzt noch nicht gestartet, aber dann wird wahrscheinlich auch noch der Dralo mir sagen, dass das jetzt hier nicht so der Bringer ist oder so. Oder der Mordrak. Und naja, da müssen wir mal schauen, wie es ist, ne? Vielleicht habe ich auch die falsche Dingens hier. Achso, wir können auf jeden Fall das hier noch machen. Stufenmäßig einteilen. Achso, ne, das ist schon richtig. Muss da mit rein. Die sprengen ab. Da startet. Das springt dann ab. Das kann mit da rein. Und da müssen wir dann noch eine neue machen. Weil das muss so. So, das wäre, glaube ich, auch noch richtig. Ja. Kommt einigermaßen hin, oder? Das Triebwerk. Nochmal auf TBR 0,88. Ich glaube, da haben wir was falsch. Das, ist das das Richtige? Nee, das ist das Richtige für oben. Das passt schon. Das ist das Gleiche wie da, oder? Ja. Das heißt, wir haben nicht genug Schub, oder? Weiß ich aber auch nicht. Aber 1,5 müsste es sein, oder? Kommen wir da hoch oder kommen wir da nicht hoch? Das ist die Frage. Gut, okay, das lassen wir jetzt mal offen. Ich denke, da werde ich eine Info von den anderen Kollegen aus der Community bekommen und ich glaube, das brauche ich auch. So ganz keine Ahnung, wie es geht. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.